Grüß euch und hallo zusammen. Ich habe mir nochmal einen Flug angehängt, um einen Hektar zu ackern. Und jetzt muss ich erstmal meinen Flug ein bisschen herrichten. Das wollte ich eigentlich erst im September machen. Aber der Pflug, der hat vom Vorbesitzer so Aufschweißspitzen drauf. Und ihr seht, die sind also komplett verschlissen. Und die sind zum Teil, waren sie schon nach oben gebogen und haben dann wie eine Skispitze gemacht. Also das sind die verschlissenen. Und das sind die neuen Aufschweißspitzen, wo ich da hingeschweißt habe. Also die alten runtergeschnitten, die neuen rangeschweißt. Und jetzt glaube ich, zieht auch wieder gut ein, der Pflug. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Grünwald und werde an dem Feld, wo wir letzte Woche siliert haben, 1 Hektar ackern. Und zwar aus folgendem Grund. Ich mache wieder mal einen Versuch. Letztes Jahr waren es die Lupinen. Dieses Jahr probiere ich aufgrund meiner doch befürchteten Futterknappheit mal was ganz was anderes. Und zwar Sorghum. Sudangras. Das ist eine Hirse. Schaut so ähnlich aus wie ein Mais. Nur ohne Kolben, sondern Hirse macht ja Rispe. Und da gibt es verschiedene Sorten. Da gibt es ja so Hirsen zum Dreschen. Und welche für Biomasse und auch welche zum Füttern für die Kühe. Und das werde ich dieses Jahr mal ausprobieren. Also, wenn alles passt, dann haben wir vielleicht im September einen Hirsebestand mit 2 Metern oder vielleicht sogar höher, wer weiß, den wir dann Maishäcksler ernten können und silieren für die Kühe. Ich bin beim Pflügen und ihr seht da die schwarzen Striche am Boden. Da habe ich heute noch vom Lohnunternehmer Gülle hier nach Grünwald fahren lassen. Weil wenn ich das selber fahre, dann bin ich den ganzen Tag unterwegs zum Zubringer fassen und alles. Und der hat das jetzt schnell mal gemacht und ich kann mich hier ums Pflügen kümmern. Läuft alles ganz schön. Acker wäre eigentlich feucht, aber er ist brutal hart zum Pflügen. Also der Bulldog, der ploppt sich ganz schön. Aber ansonsten macht er das gut. Das ist jetzt wie gesagt mal ein Versuch. Erstens, wie das Zeug wächst, wie wir es mit dem Unkraut im Griff haben, weil er auch eine relativ langsame Jugendentwicklung hat. Und so wie der Mais halt auch. Nur, dass er den Boden schneller dicht macht, dass er nicht ganz so problematisch ist vom Unkraut wie der Mais. Und dann muss man halt mal schauen, was die Futterwerte sagen, ob das, ob eine Milch drin steckt. Wie ich schon gesagt habe, ist eigentlich eine spezielle Sorte für die Fütterung zum Silieren und soll etwas weniger Energiegehalt haben wie der Mais, dafür aber einen höheren Eiweißgehalt. Was mir also zugute kommt, weil ich ja immer Probleme habe mit zu wenig Eiweiß. So. Und dann könnte das eventuell eine Möglichkeit sein. Jetzt habe ich meinen Bulldog hergerichtet zum Säen. Ich werde jetzt heute noch den Sorghum säen, das Sudangras. Das war ganz schön ätzend zum Abdrehen, weil das so wenig ist. Schaut mal da in den Saatkasten, was da drin liegt. Das sind 4,5 Kilo. Und diese 4,5 Kilo sollen für 1 Hektar reichen. Ich habe jetzt abgedreht auf 3,75 Kilo aufs Hektar. Das sind pro Quadratmeter 25 Körner. Habe dazu jede zweite Säerei zugemacht, dass wir einen 25 cm Reihenabstand haben. Ich habe das jetzt passend abgedreht. Vorne dran ein 6er. Und ich habe mir vom Nachbarn einen Frontpacker ausgeliehen. Ich habe das ja heute erst geackert, damit wir da wieder eine ordentliche Rückverdichtung zusammenbringen. Ja, und dann hoffen wir mal, dass das hinhaut.
bin beim Sorghum sehen, beim Sudangras sehen und jetzt wird es knapp mit dem Wetter. Eigentlich hat er das für heute auf Nacht Gewitter gesagt, aber da blitzt es ganz gewaltig im Hintergrund. Also ich hoffe, ich werde noch fertig. Ich habe vielleicht noch fünfmal rauf und runter, aber das schaut gar nicht gut aus. Ansonsten läuft es ganz gut. Aber ich habe wieder die T-Chat Matrix dabei, das Spurführungssystem. Es klappt ganz ordentlich damit. Ich fahre wieder ohne Spurreißer. Und mein Frontpacker vom Nachbarn. Da sollte man wieder einen Bodenschluss zusammenbringen, dass der feine Hirsesamen nicht ins Nirvana fällt, sondern ein gutes Saatbett vorfindet. Wie ihr seht, es fängt gerade das Regnen an. Die Kotflügel werden schon nass. Das ist mein letzter Streifen. Man sieht hier auch bei der Matrix das Rot werden hier die Überlappungen angezeigt. Ganz klar, wir haben hier bloß einen Streifen mit 1,50 Meter. Da hätte ich einfach nochmal mit dem Flug einmal rauffahren müssen, dann wäre es genau ausgegangen. Aber wir sind fertig mit dem Feld, mit dem Sehen. Dann kann die Hirse wachsen. Ich bin ja so gespannt, wie das ausschaut. Und ob das eine Kultur ist, die man sozusagen nochmal anbauen kann. Also ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich bei der Firma T-Jet, die mir die Matrix 430 zur Verfügung stellen. Ist ein hilfreiches Gerät. Sowas nennt sich Maßarbeit. Wie ich vom Feld weggefahren bin, hat das Tröpfeln angefangen. Und jetzt schüttet es, was runtergeht. Ich hoffe, dass der Rest Saatgut im Saattank nicht nass wird. Gestern habe ich ja den Sorghum gebaut und beim Heimfahren hat es geregnet. Ja, was ist denn das? Was runtergegangen ist? Richtiger Wolkenbruch. Ja, aber in Grünwald hat es gestern quasi gar nichts geregnet. Und jetzt habe ich mir die Walze angehängt und fahre nach Grünwald, um meinen Acker zu walzen. Und meine Spione hatten recht, es ist trocken. Also es hat schon ein bisschen geregnet, aber nicht viel. Boden ist schön befahrbar, es klappt nichts auf, also perfekt. Und die nächsten Tage sagt man nicht ganz so tolles Wetter, also eigentlich bis Mittwoch sehr unbeständig, viele Gewitter. Mittwoch soll es glaube ich komplett regnen und morgen am Sonntag auch fast komplett. Aber egal, Sorghum ist drin, alles gut hingehaut. Das Walzen von dem frisch gesäten Acker hat ja folgenden Grund. Also erstens wird natürlich der Boden rückverfestigt. Ich habe ja durch das Pflügen den Boden sehr locker gemacht. Und das sorgt dafür, dass es einen guten Bodenfluss, dass es einen guten Bodenschluss gibt und die Kapillarwirkung vom Boden wieder aufgebaut wird. Und dann sorgt es natürlich dafür, dass das Saatgut schön eingebettet ist und von allen Seiten von Erde umschlossen. Und dadurch auch, wie soll man sagen, ein lauschiges Plätzchen hat, wo schön feucht ist, dass das gut keimen kann. Gerade im Sommer ist das Walzen sehr wichtig, weil es auch Wasser spart. Also das reduziert die Verdunstung und sorgt dafür, dass es praktisch unter dem in der Bodenkrume länger feucht bleibt. Das haben wir jetzt zwar keine Probleme damit, weil wir ja bei Regen sackt und Gewitter und alles, aber es gibt natürlich auch mal Zeiten, da wo es eben danach nicht regnet und da ist das Walzen eben gut, weil es Wasser spart. So, und schon sind wir fertig mit dem Walzen. Zusammenklappen, einfahren. Also ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mal einen Daumen hoch und fährt euch. Bis zum nächsten Mal.